Hallihallo. Hi. Und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Das ist der Schlüsselübergabe-Vlog. Heißt der so? Ja. Okay. Ab heute gehört das Haus uns und wir steigen jetzt aus. Dennis will gleich Milo mitnehmen. Aber Milo knurrt doch. Milo. Auf geht's. Hier, hey, komm. Hier ist die Wiese. Komm mal hin. Wow, Maria. Ja. Das ist Rosmarin. Rosmarin. Hm? Wow. Komm rein in unser Häusle. Du kleines Häusle. Zum Papa? Zum Garten. Ja? Hopsa. Komm hier gucken. Wow, schaut mal, es blüht alles und das ist unser eigener Garten. Kann ich gar nicht glauben. Wow. Natürlich ist die einzig wahre Katrin bei uns. Die war heute beim Zahnarzt, die Arme. Sie hat noch Schmerzen. Aber ja, Katrin. Sehr schön, guter Kauf. Dankeschön. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Gell, Schätzle, Katrin hat auch den Kauf befürwortet, sagen wir es mal so. Also wir haben uns schon verliebt. Aber Katrin hat dann nochmal gemeint. Schönes Haus. Das ist ein schönes Haus. Daraus kann man was Gutes machen, sagen wir es mal so. Das ist echt schön. Genau. Maria nimmt auch schon alles auseinander. Milo sitzt auf der Couch. Milo! Oh, gute Nacht. Wir gehen ins Heim. Hallo, Schatzi. Ja. Toll. Ja, toll. Wir haben übrigens über die Volksbank unser Haus gekauft. Und schaut mal, wir haben schon einen Blumenstrauß gekriegt. Jetzt haben wir nochmal eine Rose bekommen. Und unseren ersten Weihnachtsbaum ist ein Geschenk. Dann von der Volksbank. Die dürfen wir selbst schlagen. Und das ist für Maria. Süß. Süß. Und das hier, oder? Ah ja, und das haben wir von den Verkäufern bekommen. Das sind Mäuse, keine Geldmäuse, sondern die sind zum Verschenken. Bitteschön. Dankeschön. Bitteschön. Eine Maus. Eine Maus. Cute. Verteile sie dich gut. Ich nehme auch eine. Ja, aber was ist das für ein Brauch? Also müssen wir mal googeln. Hallihallo, ich bin jetzt gerade bei Katrin. Heute ist eine Woche vergangen, seitdem wir die Schlüsselübergabe bekommen haben. Beziehungsweise die Schlüsselübergabe gemacht haben. Dazwischen hatte Maria dann Fieber und wurde krank. Deswegen habe ich mich gar nicht mehr gemeldet. Eigentlich wollte ich den Vlog schon früher hochladen. Aber es ist nichts mehr passiert. Und ja, also doch, es ist schon was passiert. Wir hatten schon Handwerk am Haus. Hello. Hallo. Dennis hat schon gemäht. Auf jeden Fall gehen Katze und ich später in die Stadt. Wahrscheinlich ein Bubble Tea trinken und danach ins Bauhaus. Und werden die ersten Werkzeuge besorgen fürs Haus. Und da nehme ich euch später mit, einfach. Und ja, bin sehr gespannt, was ihr zur leeren Haustour sagen werdet. Die habe ich schon abgedreht. Die wird da noch geschnitten. Mal schauen, wann die online kommt. Ja, das ist immer so der Plan. Aber morgen fangen wir an mit rausreißen. Genau. So, wir sind jetzt beim Bauhaus. Milo, Katrin, Maria und ich. Wir schauen mal, was wir besorgen können für den Abriss des Hauses. Ein Spaß für, damit man die Decke runterholen kann und sowas. Und vielleicht auch einen Hammer zum Einschlagen. Weiß gar nicht, ob man sich das leihen kann oder ob man das jetzt kauft. Genau, gehen wir mal rein. Was hat er noch gesagt, oder? Handschuh. Ah, brauchst du Cuttermesser? Cuttermesser hat Katrin gerade eingeworfen. Das ist gut. Meine liegt im Korb. Malia sitzt vorne. Was kann man denn da noch brauchen? Brauchen wir Mundschutz? Nee, haben wir daheim. Wir holen auch Schutzbrillen. Sexy. Sehr sexy, würde ich sagen.
gut, dann sind wir geschützt. Ja. So, einen wunderschönen guten Morgen. Morning. Heute melde ich mich mit dem Dennis zurück, denn heute geht es ins Haus. Wir fangen an, auch rauszureißen. Hä? Ja, gucken wir mal. Dream Team hier. Kommt eigentlich der Fers? Du, wenn ich ihn anrufe, bestimmt. Okay. Ich glaube, also der hat mir gesagt, er kommt. Okay. Heute sind wir nicht so viele Leute, aber ich denke mal, weil es ist Donnerstag. Dennis hat sich jetzt immer Donnerstag und Freitag freigenommen im Monat Mai. Fast immer. Okay? Drei Wochen am Stück. Drei Wochen am Stück. Genau. Dann haben wir das ganze Wochenende. Los geht's. Ein bisschen Muskeltraining machen. Ja, ja, ja. Das ist fit, ja. Wir sind im Haus. Dennis, mach schon die Zigarette, bevor es losgeht, oder was? Erstmal genießen und dann. Ja, ich kann euch mal was richtig Schönes zeigen. Und zwar haben wir einen Blauregen. Ich finde das so schön. Wir haben hier allgemein so viele schöne Pflanzen. Oh, guck mal, sogar eine Lilie. Eine? Wir haben mehrere Lilien. Weißt du, wie viele hier noch kommen? Richtig schön, also der Garten ist ein Traum. Das war ja das, was wir uns immer für Milo und Malia gewünscht haben. Und das haben wir. Ich habe gerade noch vorher nachher Videos vom Haus gemacht und oh mein Gott, Leute, es ist so viel Arbeit. Es ist so viel Arbeit, deswegen quatsche ich nicht groß herum. Wir starten, oder Schatz? Mit was starten wir? Mit dem Dachgeschoss? Am besten normalerweise erstmal alle Möbel in der Garage. Ja, alle Möbel in der Garage. Ich habe Fotos gemacht. Aber machen wir als Verschenken rein. Und wenn wir den nicht weg. Doch. Und wenn wir den nicht wegkriegen, dann machen wir es in den Container. Wo ist die Rutsche? Wer ist da? Was willst du auch machen, Schatz? Er ist jetzt schon wieder genervt von mir. Das ist. Ja, das muss man auch abmachen. Ich hole jetzt, ich muss noch was. Nur mal heim. Und zwar haben wir die Hälfte natürlich vergessen. Aber gut. Ich bringe jetzt Red Bull, Akkubohrer, Akkuschrauber meine ich, und Nudeln mit. Ah, einen Topf brauche ich noch, weil wir haben dort keinen Topf. Topf brauchen wir noch zum Nudeln abkochen. Das Zimmer gehen wir denn jetzt? Ja. Rausschmeißen. Ja. Oder verkaufen. Nein, wer will denn die Sauna? Die ist historisch. Das gibt's nicht mehr. So, Quatsch, wir machen die raus. Fias und Dennis haben schon den Einbauschrank rausgemacht. Es hat sich eine wunderschöne Tapete hervorgerufen. Und eine Tür, die ist aber abgeschlossen. Da kommt man theoretisch ins Bad. Ja, aber das hat den Raum nochmal deutlich vergrößert. Ja, Malias Kinderzimmer. Also das behalten wir. Kannst du raus auf den Balkon stellen, Schatzi? Nee, du kannst schon nicht auf den Balkon stellen. Ja, erstmal. Nein, das stellen wir einfach in den Raum, der ist jetzt leer. Oder hier hinten, das kommt einfach runter. Ja, okay. Cool, gell? Ja, da kann man so Puppehäuser für Malia machen oder so. Das sind doch gute Badteppiche. Ich hab schon das aufgemacht. Einfach das Ding reindrücken. Ja. Und dann hoch. Geht das? Geht. Ibo schmeiß ich auch hier rein, gell? Oder was? Ja. Wie denn? Mach nochmal. Rüberbringen. Katrin ist da. Hallo. Die dritte Helferin. Ja. Auf, die geht hoch. Ciao. Ciao. Zeig mal, was Katrin gekocht hat. Meine Katrin hat für uns gekocht. Und zwar einen Spargelsalat. Der sieht richtig fancy aus. Und Bauerntopf. Lecker. Mmh. Es gibt ja noch eine Küche hier. Ich koche den Nudeln ab. Genau. Piep, piep, piep. Wir haben uns alle lieb und guten Appetit. Katrin hat für uns Bauerntopf gekocht. Und einen Spargelsalat. Lecker. Guten. So, Katrin und ich, wir sind dabei, gerade den Boden rauszureißen. In dem Zimmer ist echt viel passiert schon, gell? Ja, das ist jetzt komplett leer. Nur noch die Tapete abmachen. Ja, also hier ist schon der Einbaustrank raus.
der Boden raus, jetzt fehlt nur noch die Tapete. Dann ist ein Zimmer ready. Puh. Ja. Wir haben Besuch von Bella. Sie guckt sich das Haus an. Milo. Und Pepe. Da unten. Katrin und ich, wir machen alles klein. Riesiges Opfer. Wie viel Raum wir haben. Ja, das, die Räume, die werden jetzt, wie sagt man, viereckig. Davor waren die so verwinkelt durch genau. Die ganzen Möbel. Das ist eine Sauna, eine Einmannsauna. Who wants to try? Ja, super, hast du gut gemacht. Jetzt geht's weiter da unten. Und ich versuche den Teppich hier rauf zu machen. Step by step. Kaffee. Ah, das kann man auch machen. Ist ein bisschen blöd. Ich schlage auch noch mal. Dann lass mal Katrin schlagen. Alter, das ist ja eine Sauna, das muss ja gedämmt sein irgendwie. Lass mal Katrin schlagen. Bella, hello. Ich zeig hello. Bella unser Hut. Ja, neue Hut und wir gehen jetzt in die Stadt. Was essen? Fix und fertig. Rumschafe. Wir sind zu Hause. Der Dennis isst nur Bauerntopf, gell? Mhm. Ich war ja essen. Bauerntopf für den Bauern. Für den Bauern. Mm. Und die ist noch wach, aber sie muss unbedingt ins Bett. Milo. Milo, lass mal nur Lias Brot. Nicht machen. Hey. Ja, du siehst schon richtig mitgenommen aus. Wir sind auch echt fertig, gell, Schatz? Ja, Dennis. Schon müde, ja. Morgen geht's weiter. Dennis hat Donnerstag, Freitag jetzt relativ oft frei, beziehungsweise Urlaub, damit wir das Haus entkernt bekommen. Genau, aber jetzt beende ich den Vlog. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat er gefallen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Ciao.